Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Spielen von Swansea City. Beim letzten Mal am zweiten Premier League Spieltag hat es leider schon die erste Niederlage gegeben. Zu Hause ein 0:1 gegen den großen FC Chelsea. Allerdings ein bisschen unglücklich verloren, also das Unentschieden wäre durchaus verdient und drin gewesen. Aber die Blues waren eiskalt und ich denke am Ende kann man auch mal ein Spiel gegen den FC Chelsea verlieren. Aber heute müssen wir ein bisschen Wiedergutmachung betreiben. Am dritten Spieltag sind wir zu Gast in King Power Stadium. Und dieses Stadion gehört niemand geringeren als die Real-Life-Überraschungsmannschaft, nämlich den Füchsen, The Foxes von Leicester City. Im wahren Leben aktueller Tabellenführer, hier im Let's Play nach den ersten beiden Spieltagen noch ohne Sieg. Zwei Niederlagen zum Auftakt, sind damit Tabellen 17. momentan. Swansea mit einem Sieg, 1-0 gegen West Ham und dann zuletzt eben die 0-1 Niederlage gegen den FC Chelsea mit 3 Punkten gestartet. Und heute schon vielleicht so ein bisschen ein richtungsweisendes Spiel, wo es für uns, für Swansea City hingeht. Unter der Woche haben wir noch zwei weitere Transfers getätigt, nämlich zwei weitere Spieler von Norwich City verpflichtet. Und einer davon steht heute gleich mal in der Startelf, nämlich Nathan Redmond, wird heute über den rechten Flügel kommen. Ein weiterer Neuzugang von Norwich, nämlich Sadio, so heißt er, den Namen muss ich mir echt noch merken. Sadio Mané wird auch sein Startelf-Debüt geben, kommt über die linke Seite. Ayew dadurch heute im Sturmzentrum, Sigurdsson auf der 10. Auf der Doppel-6 spielen heute Gerhard und Shelvey, Emre Can hat zwar nicht so schlecht gespielt gegen Chelsea, aber ich möchte ihn heute erstmal draußen lassen und Gerhard wird da den Vorzug bekommen. Und die Viererkette, wie gewohnt im letzten Spiel mit Davis, Williams, Dyer und Norton, Fabianski natürlich im Tor. Aber der andere Neuzugang von Norwich, nämlich das 19-jährige Supertalent Mark Forster-Cascay, wird erstmal nur auf der Bank Platz nehmen. Genauso wie Emre Can, Nathan Dyer. Fällt mir jetzt gerade erst auf, wir haben jetzt zwei Dyer in der Mannschaft. Allerdings anders geschrieben. Ist aber auch egal, Tofolo Junior mit dabei und auch Gomis noch für den Sturm. Und wenn man sich den Kader so anblickt, eigentlich alle, die wir jetzt hier noch im Feld haben, gehören mehr oder weniger zum erweiterten Kader. Ein paar sollen eigentlich noch verliehen werden, aber alles darunter soll eigentlich noch verkauft werden. Und das sind immerhin noch 11 Spieler. Andererseits mit in Sachen Neuzugängen sind wir fast durch. Ich würde zwar noch gerne einen Linksaußen verpflichten, aber dazu fehlt uns momentan das Geld. Sprich, wir müssen auf einen Verkauf von Eder oder was noch besser wäre, von Jack Cork ein bisschen hoffen. Aber dazu wahrscheinlich noch in diesem Part etwas später oder eventuell erst im nächsten Part noch ein bisschen mehr. Heute auf jeden Fall der dritte Premier League Spieltag und wie gesagt, wir müssen ein bisschen Gutmachung betreiben. Heute spielen wir auch mal ausnahmsweise um 15 Uhr Ortszeit, sprich einige Parallelspiele, können wir mal ganz kurz drauf gucken. Unter anderem Southampton gegen Arsenal und West Ham empfängt Manchester City, die jetzt auch nicht so grandios in die neue Saison gestartet sind. Schiedsrichter heute ist übrigens Michael Oliver und es ist kein Regen auf der Insel, endlich mal heiteres Wetter. Im King Power Stadium. King Power übrigens, man sieht es an der Trikotwerbung, auch gleichzeitig der Hauptsponsor von den Füchsen von Leicester City. Gehen wir rein. Blau gegen Weiß, Leicester gegen Swansea. Premier League Game Week Number 3, my friends. Und mal gucken, wie wir im zweiten Auswärtsspiel, also hier in Leicester, spielen werden. Das erste Heimspiel gegen West Ham haben wir ja erfolgreich bestritten. 1-0-Sieg. Mal gucken, wie es heute läuft. Mit einer rundum, kann man glaube ich jetzt schon sagen, rundum erneuerten Mannschaft von Swansea City. Jetzt schon 9 Neuzugänge, die Daniel Dattel hier verpflichtet hat. Und sorry an dieser Stelle, ich bin wieder in meiner Räusper-Stimmenphase, so nenne ich sie mal. Ein dickes Sorry sollte da ab und zu mal während des Spiels ein Räusperer rausrutschen. Denn ich merke das schon wieder an der Stimme. Sie fängt an ein bisschen zu kratzen. Und da kommen die Gladiatoren. Optimale
Bedingungen hier für ein tolles Fußballspiel. Und hier ein weiteres Spielerdebüt, Nathan Redmond, der gebürtige Birminghamer. Kommt ja aus der Jugend von Birmingham City, dann zu Norwich gewechselt, die mittlerweile ja abgestiegen sind. Und auch deswegen, er stand da gerade neben Mané, haben wir uns beim Absteiger ein bisschen, ja, ich denke man kann sagen, bedient. Hier die Elf von Leicester 4-4-2 mit Okazaki und Batshuayi im Sturmzentrum, Mahrez mit dabei, Indla Kanté in der Viererkette mit Feldmann und Davis, eine sehr interessante Innenverteidigung. Und hier nochmal unsere Startelf, das gewohnte 4-5-1-System. Und auch da kommt unsere offensive Flexibilität zum Einsatz. Ayew zuvor links gespielt, jetzt im Sturmzentrum. Mané, eigene Stürmer, kommt über die linke Seite. Sigurdsson von rechts auf die Zehnerposition. Und Neuzugang Nathan Redmond wird dann also den rechten Flügel beackern. Williams wie gewohnt in der Innenverteidigung. Und das hier ist der Abwehrchef der Füchse, Joel Feldmann. Kam ja vor 2 Jahren von Ajax Amsterdam. Hat allerdings unter der Woche eine Transferanfrage beim Verein gestellt. Ähnlich wie Eden Hazard vom FC Chelsea. Also vielleicht können wir ein bisschen spekulieren, dass ein bisschen Unruhe bei der heutigen gegnerischen Mannschaft herrscht. Gucken wir uns das an. Leicester hat angestoßen. Die spielen heute ganz in Blau und spielen von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Und Elda, der neue Linksverteidiger, setzt sich dann mit ein bisschen Glück durch. Ja, und so schnell kann das gehen. Von wegen Verunsicherung. Keine 2 Minuten durch. Mahrez, der momentane Starspieler neben Jamie Vardy mit der 1-0-Führung. Hier Elder mit ein bisschen Glück. Flanke wird von Williams verlängert und dann... Wer ist es denn da hinten links? Mané ist es, glaube ich, der da... im Rücken Mahrez ziehen lässt und der zieht ab. Und dass der torgefährlich ist, wissen wir aus dem wahren Leben. Die ganz frühe Führung. 2. Saisontor bereits für Riyad Mahrez, den Algerier. Hier im Let's Play also immer noch bei Leicester City. Und das ist natürlich erstmal eine Backpfeife für uns. Ein Genickschlag, so früh in Rückstand zu geraten. Leicester City, wie gesagt, die ersten beiden Auftaktspiele verloren. Haben allerdings dabei immerhin 2 Tore geschossen. Also offensiv jetzt schon wesentlich gefährlicher als wir. Aber jetzt so ein Fehler. Mané dazwischen. Ayew legt quer. Oh, Sigurdsson kommt nicht dran. Die Füchse können erstmal klären. Die also im 4-4-2 spielen. Was heutzutage nur noch sehr wenige Teams spielen. Mit 2 echten Stürmern. Auch da sieht Mané wieder nicht gut aus. Gegen Delet, den Rechtsverteidiger. Lucas Inda. Der Schweizer Aufbauspieler. Links raus auf Elder. Der wohl den Vorzug vor Christian Fuchs hier bekommt. Wird hier gefoult von Sigurdsson. Und der hat ja das Tor aus Minute 2 vorbereitet. Transfer bestätigt. Griezmann. Das wussten wir aber schon etwas länger. Das war ja relativ am Anfang der Transferperiode, dass er zum FC Sevilla gewechselt ist. Das ist Lawrence, der linke Mittelfeldmann mit der Flanke. Aber keine Gefahr für das Tor von Fabianski. Der schon im Spiel gegen Chelsea sehr unglücklich war. Hat eigentlich nur einen Schuss auf sein Tor bekommen. Und jetzt bekommt er den 2. Schuss in der kompletten Saison auf seinen Kasten. Oh, und jetzt der Fehler von Fabianski. Holy shit. Okazaki hat darauf spekuliert. Und hätte es fast... in ein Tor ausgenutzt. Meine Fresse. Erstmal konzentrieren, liebe Schwäne von Swansea. Nicht zu sehr verunsichern lassen. Das war ein guter Ball für Mané. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Was macht Shelby denn da? Hat überhaupt nicht auf den Ball geachtet, nur auf den Raum. Aber auf den Ball muss man natürlich auch gucken, wenn man Tore erzielen möchte. Gerhard nimmt Norton mit. Nächste gefährliche Hereingabe, aber geklärt von Davis. Der Mann mit der 44 aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Einwurf Kai Norton. Das ist Nathan Redmond, seine erste Flanke. Mané will zurücklegen, aber geklärt und Konter. Shinji Okazaki. Lawrence fast mit dem Fehler. Ayew dazwischen.
Sigurdsson auf Norton, der noch vorne geblieben ist. Aber Elder macht da bislang einen exzellenten Job. Hinten links kann den Ball hervorragend ablaufen. Maresch legt sich den Ball weit vor. Aber erstmal wieder hinten rum. Delet. Und Feldmann unter Druck gesetzt von Mané. Immer noch Mané. Ich habe gar nichts gedrückt. Warum köpft er da zurück? Also der Senegalese noch nicht so mit dem bombastischen Einstieg. Batshuayi. Der hat natürlich auch eine besondere Vorgeschichte. Mit Daniel Dattel. Eins der teuerste Transfer der Kölner Vereinsgeschichte gewesen. Er hier, Michy Batshuayi, kam in Köln allerdings unter der Leitung von Dattel überhaupt nicht zurecht. Und ich glaube, er möchte es ihm heute hier zeigen, dass er zu Unrecht natürlich damals abgegeben wurde. Hier seine erste Chance und die erste Ecke hinterher. Gökhan Inla. Ein Ball für Fabianski. Abwurf Sigurdsson. Kaye Norton. Auf Nathan Redman. Der ist schnell und trickreich. Ah, wollte Ayu schicken. Aber der hatte da was anderes vor. Missverständnis. Aber auch das natürlich eine Sache bei den vielen Neuzugängen. Wie eingangs erwähnt, 9 neue Leute bei uns. Die müssen sich natürlich erstmal aneinander gewöhnen. Kein Foul von Inda. Der Schiedsrichter lässt hier übrigens bislang sehr viel durchgehen. Langer Ball auf Batshuayi. Williams bei ihm. Dyer. Norton. Mit dem langen Ball auf den angesprochenen schnellen Redmond. Aber so schnell ist er doch nicht. Ein bisschen zu ungenau gespielt. Von Kai Norton. Aber Redmond hat das geahnt. Und dann so ein schwacher Pass von Sigurdsson müsste es gewesen sein. Oh, den Ball muss er einfach zu Ayu rüberbringen. Schmeichel. Kanté. Der Dauerarbeiter im defensiven Mittelfeld. Wird, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Der gute Kanté. Mahrez und Wardy machen ja immer die Tore. Aber auch ein Kanté, der Neuzugang für Leicester, spielt zumindest im wahren Leben eine hervorragende Saison. Und Leicester City spielt jetzt mal nach vorne. Die warten auf den perfekten Zeitpunkt. Mahrez mit der Flanke und Kopfballchance für Batshuayi erneut. Setzt sich dadurch gegen Kai Norton, der körperlich natürlich ein bisschen robuster ist als unser Außenverteidiger. Leicester bislang, muss man sagen, verdient in Führung. Erstmal müssen wir hier... Oh, so ein Scheißpass. Oh, Shelby, mein Gott. Erstmal müssen wir hier irgendwie ein Teamgefüge werden. Wir müssen echt mal herausfinden, wer die besten Laufwege hat, wer wohin läuft. Wir müssen uns erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen. Redmond läuft gegen Elder. Deswegen kam er da nicht an diesen Ball heran. Schmeichel. Mein Gott, also das geht hier schon die ganze Zeit jetzt so. Leicester mit gefühlten 80% Ballbesitz. Bin ich gleich mal sehr auf die Statistik gespannt. Aber ein Angriff, ein guter Angriff hat ja ausgereicht, um hier, wie gesagt, verdient in Führung zu gehen. Jayway. Norton. Das ist jetzt auch nicht so optimal gelöst. Och Mann, nee, wo stehst du denn? Du musst auf dem Flügel dich anbieten. Also das stimmt hier bislang noch überhaupt nicht. Davis. Und dann wieder rüber auf die andere Seite. Wir sind viel zu weit weg. Wir stehen viel zu defensiv. Redmond kommt wieder nicht ran an Lawrence. Kanté jetzt mal der Ball gewinnen. Und jetzt müsste es schnell gehen, während meine Stimme total verkratzt. 2 Minuten Nachspielzeit. So, da muss ich mich einmal wieder räuspern. Und selbst so ein Pass gelingt hier heute nicht. Also das hier ist bislang mit Abstand der schwächste Auftritt von Swansea unter der Leitung von Daniel Dattel. Gerhard. Ach, und auch der Ball kommt wieder nicht an. Und dann ist Halbzeit. In Leicester. Leicester, die Heimmannschaft, führt hochverdient mit 1:0. Nathan Redmond, der Neuzugang mit der Rücknummer 22. Konnte sich noch nicht so richtig ins Spiel einbinden. Das gilt allerdings auch für alle anderen 9 Feldspielakteure bei den Schwänen. Und deswegen führt
Leicester durch den Treffer in der zweiten Minute von Mahrez mit 1:0. Wir gucken kurz auf die anderen Halbzeitstände. Vorlesen muss ich sie, glaube ich, jetzt nicht alle unbedingt. Arsenal führt unter anderem, Nottingham führt gegen Crystal Palace. West Ham Man City zur Pause 1:1. Und hier für die Heimmannschaft Leicester mit 1:0. Ich möchte einfach mal einen kleinen taktischen Wechsel probieren. Mané mal in die Spitze nehmen und Ayew ins linke Mittelfeld. Und Chelsea gefällt mir auch heute mal wieder überhaupt nicht. Wir haben ja genügend Ersatzleute auf der Bank. So ist das nicht. Aber wir machen erstmal ohne Veränderung weiter. Von Davis heute, unser Linksverteidiger, noch gar nicht zu sehen. Der, wie ich finde, bei Chelsea ein sehr gutes Comeback hier in Swansea abgegeben hat. Aber jetzt erstmal hier in die zweite Hälfte. Wir sind immer noch zu Gast bei Leicester City und müssen diesen 1:0 Rückstand aus Minute 2 versuchen auszugleichen. Mané. Gut durchgesteckt. Redmond kommt zur Flanke und Tor. Perfekte Antwort. Kurz nach der Pause. Der Ausgleich für Swansea City zum 1:1. Ich glaube, es war Sigurdsson, wenn ich das richtig gesehen habe. Schöner ausgespielt. Redmond, erstes Spiel, erste Vorlage. Und es war Yannick Gerhardt, der Mann mit der 31. Sehr schön, der Dattelschützling, den er 3 Jahre lang auch in Köln trainierte, köpft ein zu seinem ersten Premier League-Tor im zweiten Premier League-Spiel. Das freut uns doch für den jungen Deutschen. Yannick Gerhardt erzielt das 1:1 kurz nach Wiederbeginn. Frühes Tor in der ersten Hälfte, jetzt das frühe Tor in der zweiten Hälfte auf der anderen Seite. Jetzt mal gucken, wie sich das Spiel hier weiter entwickelt. Leicester schiebt jetzt ein bisschen vor, habe ich so den Eindruck. Aber dann der Fehler von Eldar. Gibt einen Wurf für Eldar. Aber Redmond dazwischen. Sigurdsson. Jetzt Konterchance, wenn es schnell geht. Mann, nee. Kein Foul vom Feldmann, sagt der Unparteiische, der wirklich extrem viel hier laufen lässt. Aber man sieht auch, eine vermeintliche Mittelfeldmannschaft wie Leicester City hat in dieser Liga technisch unfassbar viel drauf. Fast jedes Spiel wird ein hartes, hartes Spiel. Auch für Swansea City. So, jetzt dazwischen, komm. Mané, kämpfe Junge. Klasse gemacht von Mané. Sigurdsson. War so nicht gedacht. Chelsea verliert das Kopfball-Duell. Mané bekommt ihn nicht unter Kontrolle. Chance lebt aber noch. Aber dann konnte Gerhard da den Ball, glaube ich, nicht durchstecken. Batshuayi. Jo, der zeigt mal seine Technik. Die er in Köln hat nie zeigen können. Mahrez, Gegenzug. Gegen Dyer vorbei. Und dann klasse. Klasse Aktion von Mahrez. Batshuayi mit der Riesen. Kopfballmöglichkeit, zum Glück genau auf den Körper von Fabianski, unserem Keeper. Gegenzug, Sigurdsson, aber der ist einfach nicht der Schnellste. Und genau das meinte ich, was ich mal vor ein paar Parts gesagt habe, dass ich gerne mit einem beweglichen Zehner spiele, der sich auch mal in diesen Zwischenräumen anbieten kann. Redmond, guter Zweikampf gegen Eldar. Davis muss erstmal wieder zurückspielen zu Schmeichel. Und er mit dem Fehler! Mané dazwischen! 2:1! Swansea! Und es hat sich mal wieder gelohnt! Dieses frühe Pressen! Redmond macht das klasse! Und dann erzwingen wir den Fehler! Natürlich ein Riesenbock von Kaspar Schmeichel, dem dänischen Schlussmann. Und Mané muss nur noch einschieben! Ein weiterer Neuzugang trifft! Und hat sich die Umstellung doch gelohnt. Sadio Mané. 16 Millionen Euro hat er gekostet. Gerhard dagegen nur schlappe 7. Aber immerhin auch sein erstes Tor im Trikot von Swansea City. Spiel gedreht. Sehr guter Kampfgeist von den Schwänen von Daniel Dattel. Kante. Jetzt muss Leicester natürlich wieder nach vorne spielen. Die zuvor ja diese Riesenchance hatten durch Batshuayi. Kante. Norton dazwischen, kein Foulspiel. Weiter geht's. Redmond. Gefällt mir auch sehr gut heute. Shelby.
Technisch gut. Gerhard. Mané. Direkt weiter zu Ayu. Klasse Konter. Ayu. Ah, Idee war gut. Aber Mané kommt nicht dran. Fällt man dazwischen. Gegenzug. Über die linke Leicester-Seite. Elder. Lawrence. Guter Ballgewinn von Shelby. Redmond. Gerhard. Links ist Platz. Gut gesehen. Ben Davis mit seinem ersten Vorstoß heute. Bleibt hängen. Kein Foul. Weiter geht's. Ball noch im Spiel. Ein harter Zweikampf da. Davis setzt sich immer noch durch. Gerhard. Ah, Fehlpass. Doch nicht. Ball immer noch gut. Sigurdsson dreht sich. Sigurdsson! 3-1! Swansea! Und was für ein schönes Ding! Der hat ja eine unfassbare Schusstechnik. Dieser Gylfi Sigurdsson. 3-1, Swansea. Und auch hier klasse gekämpft von Ayu, der diesen Treffer vorbereitet. Sigurdsson mit dem Rücken zum Tor, dreht sich durch die Beine des Abwehrspielers ins lange Eck. Durch die Beine von Elder war's. Schmeiche fliegt. Vergebens. Und Sigurdsson, der ja in dieser Woche noch seinen Vertrag verlängern soll, macht hier sein erstes Saisontor. 3-1. Klasse zweite Hälfte. Und jetzt können wir vielleicht auch mal wechseln. Bei dem ganzen Jubel nicht vergessen. Und Sigurdsson kann sich, glaube ich, seinen Jubel heute abholen. Er geht raus gegen Toffolo Junior, der mit seinem dritten Kurzeinsatz gleich reinkommen wird. Mané geht mal auf die Zehnerposition. Und wollen wir auch Forster Cascade zu seinem Debüt verhelfen? Oder wollen wir auch uns bei Redmond bedanken, der ebenfalls sehr gut gespielt hat in der zweiten Hälfte? Oder bringen wir Emre Can für Shelby, der auch schon ein bisschen ausdauertechnisch angeschlagen ist? Ich denke, wir bringen mal Nathan Dyer für Nathan Redmond. Ein Nathan für den anderen Nathan. Unsere beiden rechten Flügelspieler. So, 3-1 Führung. Noch etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen. Und das müssen wir jetzt irgendwie versuchen, nicht spannend werden zu lassen. Denn wenn Leicester jetzt noch hier ein Tor schießt, dann werden sie mit allen Mann nach vorne stürmen. Okazaki abgelegt für Kanté. Erstmal ausgeköpft. Von Williams war es, glaube ich. Inla, zweiter Anlauf. Wieder die Flanke in den Strafraum. Batsuhani und Okazaki sind da beide. Unfassbar kopfballstark. Wieder kein Foulspiel. Gut gespielt. Und klasse verteidigt von Ashley Williams. Ganz wichtig, dass er da noch rankam. An diese Flanke. So, 78. Minute. Sigurdsson schaut erst etwas ungläubig, aber er muss raus. Genauso wie Redmond, beide mit einem starken Spiel. Und hier sehen wir nochmal den Treffer von Gylfi zum 3-1. Wenige Minuten ist es her. Und jetzt also der Doppelwechsel. Frische, schnelle Offensivleute mit Junior und mit Daya. Aber jetzt erstmal die Ecke vom Torschützen. Mahrez kommt auch nicht schlecht. Fabianski mit dem Fehler. Und dann auf der Linie, kurz vor der Linie, gerettet. Davis, Gerhard will den langen Ball spielen, aber Junior war da ins Abseits gelaufen. Junior, oh, jetzt pfeift er mal auf Stürmerfoul, wo ich nicht unbedingt ein Foulspiel gesehen habe. Aber okay, Konterchance verhindert. Wechsel. Leicester, Danny Drinkwater, der Mann mit dem legendären Namen, kommt in die Partie für Kanté. Die beiden spielen normalerweise ja zusammen im Zentralmittelfeld bei den Füchsen. Noch 10 Minuten und da hatten wir gerade natürlich Glück nach dem Fehler von Fabianski bei der Standardsituation. Aber ich glaube, es war Eric Dyer, der da auf der Linie für uns rettete. Auch hier holt Dyer den Kopfball. Mané, Gegenzug. Konterchance, Dyer. Oh, und stark aufgepasst davon Danny Drinkwater. Er hatte natürlich noch ein bisschen Kraft, um den Ball noch abzufangen. Leicester spielt natürlich nach vorne. Shelby, kein Foul. Und jetzt haben wir komplette Überzahl. Mané. Auf Toffolo Junior. Und er mit Saisontor Nummer 2. 4-1. Für Swansea City, Toffolo, der brasilianische Flo Junior.
Ich glaube, mit dem kann es ja auch eine ganz besondere Geschichte werden. Vielleicht sogar ein bisschen Gianluca Della Fiore-like, wenn das so weitergeht. Aber Leicester musste natürlich jetzt hier öffnen. Mané mit dem Querpass und Junior bedankt sich. 4:1. Vielleicht am Ende des Guten ein Treffer zu hoch. Denn so schlecht war Leicester City hier heute nicht. Aber wir haben ihre Schwächen in der Defensive im zweiten Durchgang durchaus offenbart. Feldmann. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass es nicht noch dicker kommt. Aber der Ball rutscht ins Aus. Wir werden nochmal wechseln. Und auch Mané, der einmal getroffen hat und das letzte Tor vorbereitet hat, kann sich seinen Applaus abholen, denke ich. Ich will mal ganz kurz gucken, kann Foster Kessler noch eine andere Position spielen? Er kann nur auf den beiden Außenverteidiger-Positionen spielen, okay. Dann wird sein Debüt vielleicht noch ein bisschen warten. Und wir bringen vielleicht nochmal Gummis ins Sturmzentrum. Toffolo Junior rückt 1 nach hinten. 87. Minute. Letzter Wechsel bei den Gästen von Swansea. Startelfdebüt für Sadio Mané. Sehr erfolgreich verlaufen. Ein Tor und eine Vorlage. Da sind die mitgereisten Fans aus Wales, die aus dem Westen von der Insel hierhin angereist sind. Ah, da sind wir Sigurdsson und Redmond, die auch schon ausgewechselt wurden. Und Gummis, wo will er hin? Er geht mal ganz weit nach vorne zum gegnerischen Keeper. So, dann kann es weitergehen. Das ist Feldmann, der, wie eingangs erwähnt, Leicester City eventuell bald verlassen wird. Vielleicht hat das Team insgesamt auch ein bisschen verunsichert, diese Spekulationen, die immer wieder in den Medien aufgetaucht sind. Nochmal der Ballverlust und nochmal der Riesenkonter, die Riesenkonterchance, Gummis auf Ayew. Jordan Ayew mit dem Haken. Oh, da macht er dann aber viel zu wenig draus. Gerhard setzt nochmal nach. Aber ein 5-1 wäre dann wirklich am Ende zu übertrieben gewesen. Ich denke, mit dem Sieg hier können wir uns ganz gut glücklich schätzen nach der starken zweiten Hälfte. Aber soll nicht die erste schwache Hälfte vergessen lassen. Aber am Ende, was zählen wird, sind die 3 Punkte. Und die wird uns auch Elder heute nicht mehr nehmen. Shelby nochmal dazwischen. Und dann ist Schluss. Pfiffe vom Publikum aus Leicester nach dieser 1:4 Klatsche. Beziehungsweise unserem 4:1 Erfolg hier bei Leicester City. Ashley Williams, starke zweite Hälfte, genauso wie vom Rest des Teams. Und die Swansea Fans, sie feiern unter anderem den ersten Treffer in der Premier League für Yannick Gerhardt. Auch heute wieder mit einem guten Spiel. Hat schon im ersten Spiel gegen Chelsea sehr gut agiert. Also ich denke, er wird hier uns sofort weiterhelfen auf der Sechserposition. So kann es gerne weitergehen. Zweiter Saisonsieg. Gerhard, Mané, Sigurdsson und Toffolo Junior. 4 verschiedene Torschützen zum 4:1 gegen Leicester City, liebe Freunde. Und schaut euch mal unsere gnadenlose Effektivität an. Das kennt man von uns ja gar nicht. Bis auf die letzte Chance da von Ayew. Da wäre natürlich noch mehr drin gewesen, aber ansonsten sehr, sehr gut dabei. Leicester mit deutlich mehr Ballbesitz, aber Swansea mit mehr gewonnenen Zweikämpfen. Mané, Spieler des Spiels, ein Tor, eine Vorlage. Redmond immerhin auch mit einer Vorlage heute. Und wer hat noch eins aufgelegt? Ansonsten keiner. Dennoch, heute bin ich sehr, sehr zufrieden. Nochmal ganz kurz auf die Noten gucken. Die beiden Innenverteidiger, naja, eher durchschnittlich, aber hatten auch nicht so viel zu tun. Gerhard eine 8,1, sehr gut dabei. Nur getoppt von Mané mit einer 8,5. Ayew eine 6,0. Aber egal, wenn es andere denn erledigen, dann ist das auch okay so. Ein André Ayew muss ja nicht in jedem Spiel seine 100%ige Leistung geben. Vor allem, wenn man 4:1 wie heute gewinnt. So, darauf habe ich mir erstmal wieder einen Schluck genehmigt. Auf den bislang höchsten, zumindest Sieg mit Swansea City 4. Wobei, gegen Fenerbahce haben wir jetzt sogar 4:0 gewonnen. Also das Tore schießen, das klappt bislang doch ganz gut, muss ich sagen. So, dritter Premier League Spieltag ist vorbei. Und ihr seht schon oben im Kalender, 3 Tage später geht's im Capital
One Cup weiter bei Bradford City. Und ich glaube, ich werde es ähnlich wie im Wagenleben machen, wie es die Top-Mannschaften machen, dass ich da tatsächlich mit einer kompletten B11 in den Pokalspielen es angehen werde. Aber jetzt erstmal vorher nochmal das Training wieder einstellen. Tofolo Junior, weiß nicht, soll er 3 Einheiten bekommen immer noch? Also den möchte ich wirklich ganz besonders trainieren. Pool möchte ich auf jeden Fall auch weiter trainieren. Letzten hat in der letzten Woche keine gute Trainingsleistung gezeigt. Deswegen möchte ich auf jeden Fall unseren neuen Rechtsverteidiger, nämlich Forster Cascade, auch noch ein bisschen trainieren. Ist nur die Frage, in welchen Sachen. Ich denke eher in seinen Abwehrfähigkeiten vielleicht noch. Ja, definitiv. Denn als Außenverteidiger hat er fast alles, was man braucht, bloß seine Defensivqualitäten. Die kann er durchaus noch ein bisschen verbessern. Pool behalten wir mal drin. Und Tofu Junior bekommt mal wieder seine 3 Trainingseinheiten. Der hat ja bislang im Training wirklich geschuftet wie sonst was. Auch diesmal nicht so schlecht. Einmal A, einmal B, einmal F, aber nicht so schlimm. Und er bekommt, holy shit, macht er einen Sprung. Was ist da denn los? Auf eine 72 und schon wieder ein Drittel des nächsten Balkens ist voll. Ich glaube, mit dem Jungen, sein Blick verrät es schon. Ich werde der Beste sein. Ich glaube, mit dem werden wir echt noch viel Freude haben. Forster Cascade eine Note D, naja, und Pool C, ganz in Ordnung. Das ist ja aber noch verbesserungswürdig. Aber jetzt als nächstes geht's also in den Capital One Cup weiter. Vorher nochmal kurz die Transfers. Kudovic, der Frankfurter generierte Spieler, geht zu Atletico Madrid. Und Jairo wechselt für 8 Millionen Euro zu Betis Sevilla. Das ist insofern ganz interessant. Denn Jairo kommt, glaube ich, aus der Jugend des FC Sevilla, wenn mich nicht gerade alles täuscht. Sehr interessant. Start nach Maß für Dattel. Ja, das kann man durchaus so stehen lassen. Redmond mit einem guten Debüt. Und Jairo, haben wir gerade schon gesehen, ist gegangen. Hat Mainz 05 verlassen. So, Vertragsverlängerung. Und auch Sigurdsson verlängert nach seinem Treffer heute zum 3:1 seinen Vertrag. Es kann doch kaum besser laufen. So, unser Budget ist jetzt praktisch auf Null, aber wir haben praktisch alles Wichtige erledigt. Wäre nur schön, wenn wir noch ein, zwei Spieler verkauft bekommen. Zumindest Koak wäre ganz gut. Sigurdsson mittlerweile unverkäuflich übrigens. Oder vielleicht auch Eder verkauft bekommen, denn dann sollten wir vielleicht noch genügend Kohle zusammenkriegen, um noch Gray zu verpflichten. Denn Birmingham hat unser Angebot in Höhe von 6 Millionen ja schon angenommen. Aber wir brauchen noch ein, zwei Spielerverkäufe, bevor wir da in Vertragsverhandlungen mit den Spielern treten können. Gut, wir gehen noch eben ein, zwei Tage voran, bis alle Premier League-Spiele durch sind. Und dann gucken wir uns natürlich gleich noch die Tabelle an. So, 2 Tage voran, Transferangebot für Jack Cork. Ich muss es doch nur ansprechen. Das ist ja perfekt. Marktwert 7 Mille, Aston Villa, die uns schon Tabanu abgekauft haben, bieten 6 Mille. Und für einen 29-Jährigen ist das, denke ich, in Ordnung. Da möchte ich jetzt auch nicht so großartig verhandeln. Ach, und guck mal, 6 Millionen Euro bekommen wir für Cork und genau diese 6 Millionen wollen wir für Gray wieder ausgeben. Also sind wir praktisch wieder bei Null. Das ist doch nahezu perfekt. Aber erstmal abwarten, ob sich Cork mit Aston Villa einigen kann. Das werden wir erst nach dem Spiel gegen Bradford City erfahren, von denen ich immer noch nicht ganz weiß, in welcher Liga die eigentlich spielen. Können wir gleich vielleicht auch nochmal eben nachschauen. Transfer ist keine interessant mehr passiert. Aber wir wollten uns, nein, doch, Begegnungen wollten wir uns auch angucken. Und zwar die anderen Partien vom dritten Premier League Spieltag, die alle am gleichen Tag stattgefunden haben, sehe ich jetzt erst. Derby County unterliegt Newcastle mit 0:3. Chelsea gewinnt 2:0 gegen West Bromwich. Tottenham gewinnt in Liverpool 2:1. Arsenal schlägt Southampton 1:0. Aston Villa siegt, bleibt auch noch ohne Punktverlust. 2:1 bei Sunderland. Leicester kommt unter die Räder, wie live gesehen, gegen Swansea 1:4. ManU schlägt Queen's Park 2:0. Und die letzten drei Spiele enden allesamt 1:1 unentschieden.
Nämlich Nottingham gegen Crystal Palace, Stoke gegen Everton und West Ham lost Man City ebenfalls ein Unentschieden ab. So, und dann können wir nochmal kurz zur Tabelle kommen. Nicht zur Tabelle des Capital One Cups, auch nicht zur Tabelle des FA Cups, sondern zur Premier League Tabelle. Und das sieht doch schon wieder ganz ordentlich aus. Drei Teams noch ohne Punktverlust, nämlich der FC Chelsea, Aston Villa und Arsenal, alle mit 9 Punkten gestartet. Newcastle und Tottenham, 2 Sieger, ein Unentschieden mit 7 Punkten, auch sehr gut dabei. Dann folgen schon wir, Swansea City auf Platz 6 mit 6 Punkten, genauso wie Man U und West Bromwich Albion. Auch der FC Everton noch ohne Niederlage, ein Sieg, 2 Remis. Und es gibt nur noch 2 Mannschaften nach 3 Spieltagen, die noch keinen Punkt geholt haben. Leicester City, der neue Tabellenletzte, und der FC Sunderland. Derby County, West Ham, Nottingham, alle mit 1 Punkt, noch ohne Sieg. Die ersten, beziehungsweise die letzten 12 Mannschaften in der Tabelle, allesamt noch ohne einen Dreier. Unter anderem auch der FC Liverpool mit dabei. So, Feldmann bleibt bei Verein. Da hat der Leicester City Vorstand wohl ein Machtwort gesprochen. Der ganze Ärger wohl umsonst gewesen. So, was wollte ich noch machen? Jack Cork müssen wir jetzt abwarten, bis wir ihn wirklich verkauft haben. Und ihr hört vielleicht schon mal an meiner Stimme, sie fängt schon wieder gleich leicht an zu kratzen. Ich glaube, ich werde erstmal danach eine kurze Aufnahmepause machen. Unsere Jugendscouts waren doch schon unterwegs, ne? Ja. Netzwerke werden eingerichtet, wunderbar. Verträge sollten wir alle wichtigen jetzt auch inzwischen verlängert haben. Cork wollen wir noch abgeben. Gummis müssen wir mal abwarten. Taylor genauso noch ein bisschen abwarten. Barty können wir eventuell sogar noch verkaufen. Und der ganze Rest unter 10.000 Gehalt, der soll ja sowieso noch weg. Da stehen noch einige Spieler auf der Transferliste. Aber ich habe schon fast vermutet, dass wir dort nicht alle loswerden. Aber eine Sache wollte ich noch kurz gucken. Ist ein bisschen doof, dass wir über dieses Menü extra gehen müssen, um zu schauen, wer eigentlich in den unteren englischen Ligen spielt. Oh, und schau einer an. Brentford ist der Tabellenführer der zweiten Liga. Okay, ich dachte jetzt wirklich, das wäre eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Liga 2 und 3, aber die spielen bislang eine hervorragende Zweitligasaison. 4 Spiele, 4 Siege, also die haben viel Selbstvertrauen und erst 2 Gegentore geschluckt. In Anführungszeichen nur 8 geschossen, aber sind immerhin auch 2 pro Partie, also das ist doch nicht wenig. Auf jeden Fall mehr, als Daniel Dattel beim 1. FC Köln gewohnt war. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Part von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit, ich hätte fast den Geißböcken gesagt, nein, mit den Schwänen von Swansea City. Heute ein schöner Sieg aufgrund einer guten zweiten Hälfte, 4:1 Erfolg in der Liga und beim nächsten Mal starten wir dann in den League Cup, in den Ligapokal mit ein, der Capital One Cup. Wir sind zu Gast, wie gesehen, beim Tabellenführer der zweiten Liga, bei Brentford City, sollten wir also nicht unterschätzen. Wie es ausgeht, wir erfahren es beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.